So, ich grüße euch. So, jetzt werde ich mir erstmal die aktuellen Rust-Skins angucken, die es mal wieder zu kaufen gibt. Weil, auch da sind welche bei, die sehen schon ziemlich nice aus. Ich bin ja so ein Totenkopf-Freak, aber ich gebe keine 1,30 € für diese Handschuhe aus. Das kriegt man nie wieder raus. Gut, ich will die jetzt auch nicht. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Testen mit Kaufen und Verkaufen. Ich habe irgendwann mit 20 € angefangen. Vor ein paar Wochen, bin jetzt bei 35 oder so. Weil, ja, dieser Bürgerstein sieht natürlich cool aus. Wäre unter 2 € würde ich ihn nehmen. Ah, der wird auch, ich denke mal, der wird auch über 3 € gehen. 3 €, 4 €, ich weiß es nicht. Die digitale Box habe ich schon zu meinem Warenkorb hinzugefügt. Die nehme ich auf jeden Fall mit. So eine Boxen für 1,30 € gehen immer. Die wirst du in der Regel immer für 1,30 € los. Oh, sorry. So, Glory Armor Chest sieht jetzt nicht so geil aus, um ehrlich zu sein. Mit der Maske vielleicht ein bisschen besser, aber so gefällt mir das nicht. Also, das werde ich auf keinen Fall mitnehmen für den Preis. 90 Cent hier für den Hoodie und die Pants. Kann man in der Regel außen vor lassen, sind jetzt nicht, weil wir sind auch nicht so sonderlich ausgefallen. Also die 90 Cent lohnen sich auf jeden Fall nicht für das. Personal Lighthouse. Also der lohnt sich auf jeden Fall. Habe ich auch schon zu meinem Warenkorb hinzugefügt. Den werde ich jetzt gleich nochmal eine Runde kaufen. Ich werde auch noch ein zweites Video machen und dann werden wir mal gucken, was ich letzte Woche gekauft habe, was sich jetzt schon wieder lohnen würde zu verkaufen. Und die Maske habe ich jetzt auch einfach mal, nehme ich auch einfach mal mit, weil die ziemlich cool aussieht. Nehme ich auch nur einmal mit, weil ich die für mich behalten werde. Die 90 Cent sind okay. Ja. Ich mache euch gleich ein zweites Video, wie gesagt. Dann werden wir mal analysieren, was sich jetzt schon, habe ich jetzt auch doppelt gesagt, jetzt schon verkaufen, lohnen würde zu verkaufen. Aber wie gesagt, also das könnt ihr getrost mitnehmen. 1,30 € kriegt ihr immer wieder raus für den Ofen, immer. Box 1,30 € vollkommen okay. Ah, Stein, ich weiß es nicht. Ich bin da so wirklich hin und her gerissen, weil der sieht schon sehr geil aus. Ich hoffe, euch hat das Video irgendwie ein bisschen gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.